ich rutsche runter, verdammt. Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder um 5 Bücher von meinem Sub gehen. Ich habe mir aber gedacht, ich zeige euch heute mal 5 E-Books, damit wir die auch mal mit in Angriff nehmen und ich die nicht immer vergesse. Und darum soll es heute gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch von meinem E-Book zeigen möchte, ist Die Flammentänzerin von Maya Shepard. Das ist der zweite Teil einer High-Fantasy-Geschichte und der erste Teil heißt Die Bärentöterin und der dritte Teil heißt Die Herzenskämpferin. Ich habe Band 2 und 3 noch auf meinem E-Book so rumkullern. Ich müsste die echt irgendwann einfach mal mitlesen, aber ich habe irgendwie immer das Problem, dass ich E-Books echt immer wie ein Stiefkind behandle und die einfach nicht lese. Ich greife lieber immer zu einem richtigen Buch, als dass ich echt mal ein E-Book lese. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also liegen die bei mir hier immer rum, die E-Books. Und ja, auf jeden Fall, Die Flammentänzerin und Die Herzenskämpferin von Maya Shepard habe ich noch auf dem Sub. Zum Inhalt kann ich hier nicht allzu viel sagen, aber es geht immer noch um Nea. Und Nea hat am Ende vom ersten Teil ihren totgeglaubten Freund Miro wiedergefunden. Doch dieser verhält sich ganz, ganz merkwürdig und ist anders als früher, was Nea gar nicht so ganz verstehen kann. Und Nea versucht halt immer noch, um ihr Leben zu kämpfen und dieser Sekte, diesen Carries hießen die, glaube ich, zu entkommen. Und Nea weiß halt auch nicht, ob sie ihrem ehemaligen Freund Miro noch trauen kann. Der ist als heiliger Anführer dieser Sekte inzwischen bekannt und die verehren den ganz doll. Und die Sekte wollte Nea aber eigentlich halt umbringen. Und deswegen weiß Nea gerade nicht so ganz, was sie von dem Ganzen halten soll. Und das ist so das Grobe, worum es im zweiten Teil geht. Wie gesagt, ich müsste diese Bücher echt mal lesen. Der erste Teil hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber irgendwie, ne, E-Books sind meine Stiefkinder. Dann habe ich noch auf meinem E-Book so Das Leben und sein hinterhältiger Plan von Sarah Sachs. Ich habe dieses Buch irgendwann, glaube ich, für 99 Cent oder so gekauft. Ich muss euch hier auch mal vorlesen, worum es geht, weil irgendwie merke ich mir bei E-Books irgendwie die Inhaltsangaben immer schlechter als bei richtigen Büchern. Kennt ihr das? Das ist ganz merkwürdig. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Folgendes. Du kannst dir vornehmen, was du willst. Das Leben hat seinen eigenen Plan. Luna ist eine ehrgeizige Schülerin und zählt zu den besten Weitspringerinnen Kaliforniens. Eigentlich verläuft ihr Leben perfekt. Immerhin überlässt sie nichts dem Zufall. Doch dann ziehen neue Nachbarn ein und der gut aussehende Jasper bringt sie mit seinen flüchtigen Berührungen und seinen Zwinkern völlig aus dem Konzept. Dabei steht nicht nur der Highschool-Abschluss an, sondern auch die wichtigste sportliche Entscheidung ihres Lebens. Vergebens versucht sie sich darauf zu konzentrieren, doch Jasper hat sich längst in ihr Herz gestichen. Gerade als sie bereit ist, sich auf ihre Gefühle einzulassen, reißt das Leben ihr den Boden unter den Füßen weg. Luna verliert den Glauben an sich, an Jaspers Zuneigung und an die Gerechtigkeit des Schicksals. Kann es überhaupt noch eine Chance für die Liebe geben? Ich finde, das hat sich eigentlich ganz, ganz süß angehört, deswegen habe ich mir das Buch auch damals mit gekauft für 99 Cent und ja, mal schauen, wie es denn ist, wenn ich es denn irgendwann mal lese, ne? Das dritte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Kernstaub von Marie Grashoff. Über dem Staub an Schmetterlingsflügeln heißt ja der erste Band. Das ist ja ein ultralanges Buch. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es mir damals, ich glaube an dem Tag, wo es erschienen ist, gab es das für den einen Tag auch für 99 Cent. Da habe ich es mir mit gekauft. Und ja, wann ich denn mal zum Lesen kommen werde, ich habe keine Ahnung. Ich lese euch auch hier mal kurz vor, worum es geht. Wir haben nach neuen Welten gesucht, aber keine gefunden. Also nahmen wir die unsere und versuchten, sie schöner und leuchtender zu machen. Doch je mehr Licht wir ihr gaben, umso tiefer wurden ihre Schatten. Mara hat vergessen, dass sie bereits seit Hunderten von Leben vor den Wächtern des ewigen Systems flieht. Durch den Mord an ihr wollen sie den Weg ihrer Seelen zur Perfektion ebnen. Ihr Dasein wird in diesem Leben lediglich von ihrer immensen Angst vor Uhren bestimmt. Doch als die Wächter sie erneut aufspüren, um sie aus dem Kreislauf der Wiedergeburten zu tilgen, verschiebt sich das Gleichgewicht der Dimensionen. Uralte Erinnerungen kehren zurück. Eine längst vergessene Liebe erwacht von neuem und Kriege spalten den Planeten. Über allem schwebt die Frage, wenn die ganze Welt dich hasst, würdest du dich trotzdem für sie opfern? Ich fand, das hat sich wirklich sehr, sehr interessant angehört und es klingt auch echt spannend, aber ich glaube, Kernstaub ist ein 600-Seiten-Schinken und den muss man erst mal lesen. Also, ne? Vielleicht irgendwann einmal werde ich es mitlesen, wenn ich mal Urlaub habe oder so. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich mal irgendwo wieder in Urlaub fahre, an den Strand und mich da irgendwo hinlegen kann. Und ja, dann werde ich es vielleicht auch mal mitlesen. Okay, kommen wir zum vierten Buch. Und zwar habe ich noch mir auch damals kostenfrei runtergeladen für den Kindle Die Gedankenleser von Dima Sales. Die Sina hat mir dieses Buch empfohlen. Sie fand es wirklich cool. Das ist auch der erste Teil einer Reihe. Und in diesem Buch geht es um Folgende. Alle denken, ich sei ein Genie, alle liegen falsch. Sicher, ich habe Harvard im Alter von 18 Jahren abgeschlossen und verdiene jetzt eine unglaubliche Menge Geld mit Hedgefonds.
Mein Gott. Der Grund dafür ist allerdings nicht, dass ich besonders clever bin oder wie verrückt arbeite. Ich betrüge. Ich besitze eine einzigartige Fähigkeit. Ich kann die Gegenwart verlassen und in meine eigene persönliche Version der Realität eintauchen. Den Ort, den ich die Stille nenne. An dem ich meine Umgebung erkunden kann, während die restliche Welt innehält. Eigentlich dachte ich immer, ich sei der Einzige, der das tun kann, bis ich sie getroffen habe. Ich heiße Darren und das ist die Geschichte, wie ich herausgefunden habe, dass ich ein Leser bin. Und ja, auch das klingt wirklich sehr, sehr spannend und ja, mal gucken, wann ich dazu komme, es zu lesen. Was nehmen wir jetzt noch für eins? Ich muss immer weiter unten gucken. Vielleicht nehmen wir mal noch eins von unten. Habe ich unten überhaupt noch eins? Oh mein Gott, die habe ich alle schon gelesen. Oh mein Gott. Ach ja, hier haben wir noch eins. Und zwar ist das Herzklopfen im Nimmerland. Ich finde, dieses Cover sieht irgendwie sehr, sehr niedlich aus. Das gab es damals auch kostenfrei für den Kindle, deswegen habe ich es mir mit runtergeladen. Und in diesem Buch, ich lese es auch hier mal wieder vor, geht es um Folgendes. Warum ist da ein Junge, der nicht erwachsen werden will? Wie kann ein einfacher Apfel die süßeste Liebe aller Zeiten entfachen? Und was hat ein ruchloser Pirat mit einem zu tun? Obwohl Angelina McFarland Märchen über alles liebt, hätte sie sich nie träumen lassen, selbst einmal mitten in eins hineinzufallen. Doch genau das passiert, als sie eines Winterabends auf ihrem Balkon ausrutscht und über die Brüstung stürzt. Im letzten Moment gerettet von einem fliegenden Jungen, der sich selbst Peter Pan nennt, findet sich Angel in Nimmerland wieder. Hier spielen weder Zeit noch die Gesetze der Natur eine Rolle und ein Entkommen von dieser Insel ist es gar nicht zu denken. Zu einem Überfluss gerät Angel auch noch zwischen die Fronten einer uralten Feindschaft. Der skrupellose Captain Hook entführt sie auf sein Schiff, die Jolly Roger, und hält sie dort als Druckmittel gegen Peter Pan gefangen. Doch je mehr Zeit Angel mit dem Captain verbringt, umso mehr sieht sie hinter seine hartherzige Fassade. Die Gefühle, die sie für ihn entwickelt, sind ebenso intensiv wie schockierend. Und bald schon kann sie an nichts anderes mehr denken als an ihren verstohlenen Kuss unter den Sternen. Hier steht noch viel, viel mehr, aber das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Das wäre sonst viel, viel zu lang. Es ist mal ein interessanter Ansatz, dass sich nicht alles um Peter Pan dreht hier, sondern mehr um Captain Hook. Und ich fand, das hat sich damals wirklich sehr, sehr interessant angehört. Und ja, auch dieses Buch werde ich sicherlich irgendwann in meinem Leben mal mitlesen. Frage ist wie immer, wann? Aber naja, gut, so what, ne? Das waren auch schon wieder 5 E-Books von meinem Sub. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.